Axel Scheffler und Julia Donaldson. Für Hund und Katz ist auch noch Platz. Herausgebracht über den Belz und Gelberg Verlag. Gelesen von Elmar Fank. Die Hexe will eine Reise machen, drum packt sie ihre 7 Sachen. Hut, Zauberstab und Zaubertopf und eine Schleife für den Zopf. Die Katze hat sie auch dabei. Zusammen sind sie also 2. Geschwinde, geschwind, bläst sie der Wind. Die Hexe, sie lacht, doch lacht sie nicht lange. Der Wind packt den Hut und das ist nicht gut. Halt, stopp! Ruft die Hexe mit bösem Gesicht. Sie suchen den Hut und finden ihn nicht. Da kommt aus den Büschen ein niedlicher Hund. Rasch kommt er gelaufen mit dem Hut im Mund. Die Hexe hat wieder den Hut auf dem Kopf. Auf dem Hexenkopf mit dem roten Zopf. Und der Hund sagt: Kein Hündchen ist braver als ich. Habt ihr noch Platz für ein Tier wie mich? Auf dem Besenstiel? Ich brauch ja nicht viel. Die Hexe ruft: Ja, der Hund kommt dazu. Ein Schlag mit dem Zauberstab und los geht's. Juhu! Seht, wie sie fliegen hoch über der Welt. Die Katze, sie schnurrt und der Hund, er bellt. Und die Hexe lacht wieder und hält ihren Hut. Der Wind nimmt die Schleife und das ist nicht gut. Stopp, halt! Ruft die Hexe mit bösem Gesicht. Sie suchen die Schleife und finden sie nicht. Was kommt da geflogen? Was ist denn das? Ein Vogel, so grün wie das Gras. Er bringt der Hexe die Schleife zurück. Was für ein Glück! Kein Vogel, so sagt er, ist so grün wie ich. Habt ihr noch Platz für ein Tier wie mich? Auf dem Besenstiel? Ich brauch ja nicht viel. Die Hexe ruft: Ja, du kommst doch dazu! Ein Schlag mit dem Zauberstab und los geht's. Juhu! Es geht über Flüsse, es geht über Seen. Sogar wenn es regnet, die Welt ist so schön. Was für ein Wind, wie schnell sie sind. Die Hexe kann die Schleife noch fassen. Den Zauberstab musste sie fallen lassen. Stopp, halt! Ruft die Hexe mit bösem Gesicht. Sie suchen den Stab und finden ihn nicht. Dann quakt es laut im grünen Gras, direkt am Teich. Wer ist denn das? Ein tropfnasser Frosch mit dem tropfnassen Stab. Ich habe gefunden, sagt er. Quack, quack. Kein Frosch im Teich ist so sauber wie ich. Habt ihr noch Platz für ein Tier wie mich? Auf dem Besenstiel? Ich brauch ja nicht viel.
Die Hexe ruft: Ja, der Frosch kommt dazu. Ein Schlag mit dem Zauberstab und los geht's. Juhu! Sie lachen und singen und sausen und fliegen. Der Frosch macht ein Sätzchen vor lauter Vergnügen. Doch dann ein Schrei. Der Besen, er bricht entzwei. Der Frosch und die Katze, der Vogel, der Hund, sie taumeln vom Besen hinunter zum Grund, versinken schnell mit Stiel und Stumpf in einem Sumpf. Die Hexe kann auch nicht mehr richtig fliegen. Mit halbem Stiel, das ist kein Vergnügen. Da tönt es auf einmal wie Donnergetöse, sehr laut und sehr böse. Ich bin ein Drache, der schlimmste von allen. Und ich habe Hunger. Ich will dich fressen, will Hexe mit Pommes zum Abendessen. Nein! Schreit die Hexe. Es verlässt sie der Mut. Der Drache kommt näher, spuckt Feuer und Glut. Die Hexe, sie denkt, es ist aus und vorbei. Sie öffnet den Mund und herauskommt ein Schrei. Hilfe! Wer hilft mir in meiner Not? Gleich frisst mich der Drache zum Abendbrot. Der Drache kommt näher, schmatzt gierig, sagt nur: Vielleicht esse ich heute mal Hexe pur. Doch als er gerade anfangen will zu seinem Festmahl, fehlt ihm nicht viel. Da steigt aus dem Sumpf ein Ungeheuer. Schlimmer als Schwefel und schlimmer als Feuer. Mit Federn und Fell, mit Gemauns und Gebell, vierköpfig und schmutzig, nicht lieb und nicht putzig. Eine Stimme hat es, noch schlimmer als schlimmer. Es hört sich an wie Geistergewimmer. Du Drache, hau ab! Brüllt das schreckliche Tier. Die Hexe gehört mir! Der Drache weicht rückwärts und Schweiß bricht ihm aus. Schnell sagt er: Da ist er, dein Hexenschmaus. War nett, dich zu treffen, doch jetzt tut's mir leid. Ich muss schnell weiter, es ist höchste Zeit. Das Untier zerfällt nun Stück für Stück in zwei, drei, vier Tiere, was für ein Glück. Die Hexe, sie weint, die Hexe, sie lacht. Ihr Lieben, ihr habt mich so glücklich gemacht. Ich bin euch so dankbar, ich kann's gar nicht sagen. Ohne euch wäre ich schon jetzt im Drachenmagen. Nun füllt sie ihren Kessel voll und sagt zu den anderen: Wenn's gut werden soll, werft auch etwas rein. Eine Blume, zwei Zapfen, einen Zweig, einen Knochen, dann muss alles kochen. Die Hexe rührt im Zauberbrei und sagt den Zauberspruch dabei. Schwuppdiwupp,
Kartoffelsuppe. Abracadabra und Ei der Daus. Was kommt heraus? Ein super toller Besenstiel. Der allertollste Hexenbesen. So ist noch nie ein Besen gewesen. Ein super Luxus-Hexengefährt. Bewundernswert. Ja, ruft die Hexe. Hopp und los. Die Welt ist schön, die Welt ist groß. Am schönsten aber ist das Fliegen. Achtung, fertig, aufgestiegen.